Um die besonderen Herausforderungen des Recherchierens von Wissenschaftsinformationen im Internet überhaupt beschreiben und aber auch modellieren zu können, bedienen wir uns Theorien des Lesens. Theorien des Lesens waren lange Zeit geprägt von einer Situation, die man sich vorstellen kann, als ein Leser liest einen einzelnen Text. Es ist aber heutzutage eine Situation, die nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt beschreibt. Es ist deutlich häufiger und realistischer, dass Menschen eben nicht nur einen Text lesen, sondern eine Vielzahl von Texten und darüber hinaus auch noch Kommentare anderer Leser ebenfalls rezipieren. Und dementsprechend besteht eben eine Herausforderung, aber auch eine Innovation unseres Projektes darin, dass wir existierende Lesetheorien verwenden und sie in diese neue, wie wir finden, relativ authentische Lesesituation projizieren, um zugleich die Lesetheorien auf den Prüfstand zu stellen und sie zu erweitern um das, was spezifisch und neu ist, wenn es ums Lesen im Internet geht. Das Besondere ist, dass wir ein aktuelles Thema der psychologischen Grundlagenforschung zum Lesen verknüpfen mit der Frage nach dem Wissenschaftsverständnis der Öffentlichkeit. Die Frage der Grundlagenforschung hier zum Lesen ist, wie Menschen eigentlich damit zurechtkommen, wenn sie auf dem Bildschirm mehrere Texte und noch Kommentartexte lesen, gleichzeitig sehen, die sich alle auf ein Thema beziehen und sie letztlich daraus einen Sinn, ein Verständnis gewinnen müssen. Zugleich untersuchen wir dies in einem Zusammenhang, der von großer praktischer Bedeutung ist, nämlich wie Menschen mit einer solchen Lesesituation umgehen, wenn es um Wissenschaft und um das Vertrauen in Wissenschaft geht.